The Crew. Ja, Hallihallöchen und willkommen zu The Crew, einem lang ersehnten Let's Play, was ich machen wollte und will und machen werde. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir legen mal direkt los und fangen ein neues Spiel an. Alles in Ordnung. Oh, jetzt müssen wir noch Einstellungen machen. Vielleicht ist es sogar besser eingestellt, wie ich es eingestellt habe. Jo, dann spielen wir. Los geht's. Bist du, Alex? Bin beschäftigt, Harry. Du kommst aber. Nichts, womit ich nicht klar kann. Mach Schluss auf dich, warte dein Rennen. Und da werden wir schon direkt ins Spiel geschmissen. Von der Polizei entkommen. Ich hoffe, es geht schnell hin. Oh, that was close. Was für ein actionreicher Einstieg. Das ist ein richtig geniales Spiel. Oh yeah. Aggressive Cops. Den werden wir noch bestimmt viel hören im Laufe des Spiels. Und ab ins Wasser und da vorne ist schon das Ziel. Richtig geil. Oh, da haben wir wohl ein paar Pelikane mitgenommen. So, was? Und da ist das Ziel. Wir haben es geschafft. Nur ein paar Kratzerchen. Macht doch nichts. Unerfüllt. Gold. Und wir fahren fort. Okay, Harry. Ich bin jetzt unterwegs. Na endlich, Alex. Ich habe für dich einen Rennschlitten in der Scheune deponiert. Wo? Wo? Hast du dein 510-Net eine Weile nicht aktualisiert? Das Radar auf der Minikarte? Es jo. Zeigt dir den Weg zur nächsten Datenstation. Aha. Je näher du bist, desto grüner wird es. Folge ihm. Alles klar. Machen wir das doch. Das wollte ich euch nur mal zeigen, wie geil das aussieht. So, das sind wir doch auch schon gleich. Da ist sie. Ich bin da, Harry. Was jetzt? Du musst schnell zum Rennen, Alex. Bring mir deine Karte auf Vordermann. Ach, noch mehr Computerscheiß. Genau. Synchronisieren wir dich mit dem 510-Net. Wir haben eine Hintertür zu den Datenstationen im ganzen Land gefunden. Und haben unsere eigenen Daten eingespeist. Hier findest du alles, Mann. Rennveranstaltungen, Sehenswürdigkeiten, was du willst. Und obendrein ist's verschlüsselt. Ich habe die Scheune markiert, siehst du sie? Ja. Setz einen Wegpunkt und fahr hin. Wir brauchen dich in Detroit. Und zwar jetzt.
Dann setzen wir mal einen Wegpunkt. Die Karte hier ist interaktiv. Also wenn wir reinzoomen, sind wir auch schon direkt in der Welt drin. Wenn wir jetzt verlassen, direkt von der Karte ins Spiel. Okay. Haha, betätigen Jubel dreimal. Schön. Na, das sind wir auch schon. Nutzes Vergnügen. Bin da, Harry. Zufrieden? Oh, sehr sogar. Netter Schlepp. Ich habe eine Menge Kohle unter die Haube gepackt. Du hast also genug Muskeln, um die Horde heute Abend aufzumischen. Apropos, komm schnell her, Alex. Dein Bruder macht sich über irgendwas Sorgen. Das passt nicht zu Dayton. Ich komme. Geht's schon los. Setz einen Wegpunkt und fahr hin. Und zeig dein Pokerface. Das Rennen wird verdammt hart. Du solltest die Burschen mal sehen. Ich schaff das. Ohne Zweifel. Aber denk dran, dein Bruder will dich danach sehen. Klingt ernst. Keine Sorge, alter Mann. Ich vergesse es nicht. So, dann setzen wir mal einen Wegpunkt. Wir müssen nach Detroit hier hin. Einen Moment kurz. Kurz husten müssen, Entschuldigung. Setzen einen Wegpunkt. Dann geht's schon los. Ich hoffe, das ist vom Ton her alles richtig eingestellt. Wenn nicht, muss ich das irgendwie dann beim Schneiden ausbügeln nachher. Wir werden sehen. Steuerung ist sehr gut. Wird mit Lenkrad noch besser, wenn ich dann jetzt mal von irgendwo her gekramt habe. Hab gar keine Ahnung, wo es ist. Ich fahre jetzt gerade noch mit Gamepad. Fährt sich eigentlich recht gut. Man sieht's. Man kann aber noch ein bisschen was einstellen. Vielleicht ist es noch nicht optimal. Müssen wir ein bisschen Internet suchen. Das Ganze hier ist jetzt schon online. Das heißt, wir können das Spiel überhaupt nicht spielen, wenn die Server offline sind. Und hier ist schon direkt ein interaktives Rennen auf der Straße. Slalom. Was wir innerhalb von bestimmter Anzahl von Sekunden lösen müssen. Noch immer schön da außen. Oh, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Scheiße. Jetzt nicht mehr. Jawohl, da haben wir schon Gold, oder? Ja, gut. Das ist wichtig für den Spielverlauf. Okay, hier geht's weiter. Wir werden die Punkte brauchen, die wir hier bekommen. Zwei Fahrzeuge zu upgraden. Level aufzusteigen. Das heißt, das werden wir öfters machen müssen. Wir spielen hier übrigens auf der höchsten Grafik. Wo bist du, Mann? Mit dem Pseudos-Glauben von uns taucht keiner auf. Relax, ich fahr hin. Ja, wir sind schon auf dem Weg. Es verlangt nicht sehr viel von meinem PC ab. Und mich. Aber es freut mich auch. Das heißt, ich kann euch das Beste vom Spiel zeigen, ohne Einbußen. Wir haben ja auch eine Innenansicht, gerade mal machen, kurz ein bisschen der Farm. Auch sehr schön gemacht, Tacho, alles animiert, sind alles einwandfrei. Oi, ei, ei. Wie ich sie gerade sehe, funktioniert der Rückspiegel nicht. Die gehen alle drei nicht. Finde ich jetzt schade. Ja, vielleicht kommt da noch ein Update.
Geh weg. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. So, da sind wir. Wir spielen einzeln. Los geht's. Ich spiele mal nicht in der Ego. Das ist übersichtlicher für mich, das können wir mal später machen. Was? Oh, das hat uns jetzt aber... War jetzt sehr viel Glück. Nitro haben wir auch. Es ist wichtig, dass man nicht zu arg in die Kurven reinrast, damit genau das hier nicht passiert. Dass man immer schön die Bremse benutzt, weil dafür ist sie da. Und dann schaffen wir das Ganze hier auch in Goldzeit. Das ist das Beste. Machen kann. Das Wichtigste. Ja, Polizei ist auch da. Da war das schon das Ziel. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Fahr weiter. Boah. Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Ja, ja, ja. Jawohl. Oh, das war richtig knapp jetzt. Wäre ja auch zu schön gewesen. Oh, sieht doch noch gut aus, das Auto, oder? Ah, Silber, schade. Wären wir da jetzt nicht reingefahren, aber... Naja. Hier, was haben wir... Ich finde die Übersicht ja etwas unübersichtlich. Aber vielleicht muss man gucken, sich mal reindenken. Und genauer gucken. Punkte haben wir 13.801 gekriegt. Bonuspunkte. Zeit an der Spitze 73%. Es gibt auch Bonuspunkte, ist nicht gut. Zurück in die Spur war gar nicht, weshalb wir waren immer auf der Straße, finde ich auch gut. Wir sind dann schon fast Level 2. Hi, Bro. Ich brauche einen Wagen. Verstehe. Alles okay? Klar. Los geht's. Ambassador Bridge, Bro. Du hattest heute Ärger mit den Cops? Ja, aber ich hab sie abgehängt. War cool. Warum legst du dich immer mit dem Gesetz an? An Rennabenden sollst du die Cops in Ruhe lassen. Denn je mehr Kopf, desto schlechter fürs Geschäft. Weißt du, wegen dem Scheiß hast du noch kein Five-Tempo. Ach komm, Dayton, ich bin der beste Fahrer im ganzen Staat. Darum geht's nicht, Alex. Ich hab die 510 gegründet. Ich bin der V8 und mein eigener Bruder bricht die Regeln. Wie sieht das aus, hä? Kein Wunder, dass immer wieder ein paar Jungs Scheiße bauen. Also, worum geht's? Ein Typ namens Schiff.
Wie vor. Ich kenne ihn nicht. Ups. Muss ihm aber ein paar Fragen über verschwundene Kohle stellen. Und warum bin ich hier, um einer deiner Feinde? Du bist ein Arschloch, aber du kannst fahren. Wenn ich Schiff auf Linie bringen muss, dann will ich den besten Fahrer, um es ihm auf der Straße zu zeigen. Ich will dir die Chance geben, mal was Nützliches zu tun. So, das sind wir auch schon. Da sind wir auch schon Stufe 2. Haben einen Modpunkt erhalten. Brauchen wir später zum Verbessern unserer Skills. Würde ich jetzt mal behaupten. Das Skills. Ja, das zeige ich euch später. Silber. Gut.